Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Ja, wir müssen hier immer noch uns durch die eisige Warte durchschlagen. Mission unwahrscheinlich, Schwierigkeit schwer. Müssen hier ein paar Abhörgeräte platzieren, wie wir es in der letzten Folge schon angefangen hatten, oder beziehungsweise in den letzten beiden Folgen schon ein bisschen gemacht haben. Wir müssen hier jetzt nur nochmal von Neuem beginnen, weil wir gescheitert sind. Dorthin kommen wir also jetzt nicht weiter, dort ist irgendwie eine unsichtbare Wand. Und dorthin soll es anscheinend dann nicht weitergehen. Deshalb nehmen wir uns mal die Bretter mit und platzieren sie dann woanders. Nur, dass wir jetzt wieder gigantische weite Wege mit den Brettern laufen dürfen. Nichtsdestotrotz nehmen wir die Bretter mit. Ich meine, wir müssen sowieso noch ein paar Abhörgeräte so platzieren, die hier so irgendwo wahrscheinlich sind. Ich werde hier hinten auch nochmal gucken, in diese Ecke. Vielleicht habe ich hier auch mal ein Abhörgerät zu Platz übersehen. Nein, nicht. Die meisten Plätze sind ja, also die Plätze sind ja jetzt schon alle für uns erreichbar und sowas alles. Ein paar Vorbereitungen haben wir ja quasi getroffen, als wir in den letzten Folgen da ein bisschen hier rumgeirrt sind. Das heißt, es dürfte eigentlich alles relativ schnell gehen. Es liegt halt alles nur noch an unserer Laufgeschwindigkeit. Es ist nur noch abhängig. Zumindest einiges. Nicht alles, aber einiges. So, kann ich das hier, ich kann das erstmal hier hin platzieren. Dann gehen wir nämlich hier lang und holen uns hier die beiden Abhörgeräte erstmal ab. Die wir hier platzieren können. Hier ist, glaube ich, eins gewesen. Ja, da ist eins. Ah ja, hier so. Nummer eins. Und hier oben ist dann die Nummer zwei. Die Tür können wir hier leider nicht öffnen. Ja, ist magisch verschlossen, können wir nicht öffnen. Schade. Aber immerhin zwei haben wir schon wieder platziert. Das ist gut. Jetzt können wir hier wieder rüberspringen. Oh, das war knapp. So, das können wir wieder mitnehmen, das Brett. Das ist ja auch hier magisch verschlossen. So. Gehen wir hier lang. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt gar nicht platzieren kann. Will ich auch nicht. Dann können wir hier oben nämlich gleich nochmal wieder ein paar Favorite platzieren noch. Das Brett nehme ich mal mit. Bis wir dort sind, wo wir ein paar wieder ein Abhörgerät platzieren können. Lalalala. Ich weiß gar nicht, war hier hinten noch ein Abhörgerät zu platzieren? Nein, hier war keines gewesen. Ah, ja, es dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen halt sehr, sehr viel laufen, vor allem mit unseren Brettern. Die Bretter immer mitzubewegen, dass man die nicht irgendwie in den Rucksack nehmen kann oder so, ist ein bisschen blöd gemacht. Okay, jetzt sind wir gleich hier. Ich behalte hier auch nochmal ganz genau ein paar Ecken im Auge. So, hier hinten war nochmal ein Abhörgerät gewesen. Meine ich. Ja, da. Ah, ja. Wenn nicht ganz genau ganz nah dran ist. Kann man hier hochklettern oder so? Hier können wir... Ne, hier kommen wir nicht hoch. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ich guck mal hier kurz vorne um die Ecke. Na gut, dort ist wäre auch nie was gewesen. Oder? Ne. Das sollte nur so irgendwie den Eindruck haben, dass man dort wohl weiterkommt. Boah, diese fiese Entwickler. Fiese Entwickler sind das. Ärgern mich immer. Und machen mir mein Let's Play schwer. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, hier einen vollen Einblick in EverQuest 2 zu bringen. Nein, die Entwickler müssen noch einen drauflegen. Immer. Das sind halt Computerspieleentwickler. Die haben nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag da rumzuprogrammieren. Ah! Scheiße. Jetzt können wir dann nochmal hochlaufen. Boah, nervig. Aber wir kommen dort erstens hoch und zweitens können wir da wahrscheinlich sogar noch die Bretter platzieren. Das heißt, es könnte ein Weg dort weiter sein. Vor allem, mir würde nichts anderes mehr einfallen, wo man weiter könnte, wenn nicht dort. Es könnte sogar sein, dass wir wohl vielleicht drei Bretter dort brauchen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber mit drei Brettern, nee, das ist unwahrscheinlich. Wir müssen das eine Brett, muss man ja dort vorne behalten können, sonst kommt man ja hier nicht mehr hin.
Ich meine, wenn man stirbt oder so blöd ist wie ich und andauernd in die Schluchten fällt. Um das mal nochmal zu verdeutlichen. Na gut, aber immerhin, man kann sich gleich eine Abkürzung nehmen. Wenn man das kleine bisschen dort runterspringt, gab es ja kaum Fallschaden. Dann holen wir erstmal die beiden weiter rüber. Das dauert und dauert. Aber ich fühle mich ziemlich sicher hier, woher das wohl kommt. Wenn man hier ganz sicher mal rumlaufen kann. So. Oh, das Abhörgerät habe ich noch nicht mitgenommen. Jetzt habe ich es aber mitgenommen. So, hier vorne kam ich doch irgendwie hoch oder so, ne? Nee, Quatsch, ich kam hier hoch. So, und zack, ja. Jetzt versuche ich mal das Brett hier mitzunehmen und draufzulegen. So, das Brett muss man ja so rum platzieren, wie wir gelernt haben. Und bis dann ganz an die Kante. So. Das heißt, wir kommen schon mal bis hier hin. Boah, das wird ziemlich knapp, aber es könnte passen. Wenn dort keine unsichtbare Mauer ist, oder? Gucken wir mal. Ja, doch, das passt. Wenn keine unsichtbare Mauer ist, dann schaffen wir das so drüber. Gut, holen wir jetzt sofort das zweite Brett. Das ist aber auch eine Quest. Also diese Quest ist wirklich hammerhart gemacht, muss man sagen. Ich meine, man hat hier keinerlei Probleme mit Monstern oder sowas. Aber man hat das Problem mit den anderen Dingern hier, mit den Brettern. Man muss wirklich schon einen extremsten Skill besitzen, um die Bretter so perfekt hinlegen zu können. Also, ich ja, respektiere jeden, der vollends, der das hier schafft. So. Mal gucken, vielleicht mache ich aus diesem Versuch dann doch nochmal zwei Folgen, dann habe ich jetzt sogar für mehr als eine Woche Folgen im Voraus. Das wäre natürlich um noch praktischer. So, gehen wir mal hier hoch. Und hier lang. So, ich werde jetzt gleich nochmal an einer anderen Stelle nochmal gucken, ob ich da jetzt nun beim letzten Mal tatsächlich was gefunden habe oder nicht. Ein Abhörgerät. Kommt man hier tatsächlich nochmal. Ich war ja, in der letzten Folge war ich ja hier und hatte nur das Brett gefunden. Aber hier findet man tatsächlich nur das Brett. Gut. Dann nehmen wir das Brett mit und es geht weiter. Und die Reise geht weiter. Der Sultan hat Durst. Weiter kenne ich dieses Lied nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob wenn ihr das ganze Lied kennt, einfach mal den kompletten Text. Und nein, bitte nicht nur googeln, sondern einfach nur, wenn ihr den ganzen Text wirklich auswendig kennt, dahin schreiben. Ich sehe sowieso schon die Kommentare, die dann da gegoogelt wurden. So, erstmal wieder hier. Ja, Buggy. Das ist mal wieder wunderbar. Ich liebe es, wenn diese Hausgegenstände buggy sind. Und dann nicht mehr. Nein, wir kriegen das Teil nicht mehr, oder was? Och nö. Nein. Hier, warte mal, hier gibt es noch einen Skill Beschwören oder sowas, ne? Beschwören. Beschwören, beschwören, beschwören. Normalerweise gibt es hier mittlerweile irgendwas zur Hilfe, dass man. Dass man mit so Bugs klarkommt. Meine ich zumindest. Aber ich bin wieder gerade blind oder das gibt es nicht mehr oder sowas. Scheiße. Ja. Wie sollen wir jetzt an unser Brett kommen? Ist es vielleicht durch den Backen unten platziert worden oder so? Ja. Das ist jetzt Kacke. Aber so richtig, richtig Kacke.
Im Grunde können wir jetzt die Instanz neu starten. Und alles nochmal von vorne machen. Och Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ja, komm, gehen wir runter. Ein Anfang der Instanz. Und dann müssen wir nochmal von vorne. Ups, runter hier. Ah, Mensch, das regt mich jetzt auf. Könnt ihr ja hoffentlich nachvollziehen. So, ich will erstmal raus hier. Einmal Rüstung reparieren. Und dann den nächsten Versuch starten. Wie viel Schulden haben wir? Bestimmt so 5%, ne? Ja, 5,5%. Das ist gar nichts. Damit kann man klarkommen. So, hier einmal Rüstung reparieren, alles. Ah ja, haben nur ein bisschen Silber ausgegeben. So, hoffen wir mal, dass sich die Instanz jetzt vernünftig zurückgesetzt hat. Soll ich hier einmal besonders gut oder schlecht aussehen, könnt ihr den Helm mit Show-Helm auf- oder absetzen. So, bitte, bitte, bitte hat sich jetzt alles resettet. Bitte, bitte, bitte. Aber wahrscheinlich nicht. Oder zumindest, vielleicht hat sich ja zumindest das Brett dort rausgebackt. Deshalb werden wir auf jeden Fall nochmal bis dort oben hinlaufen. Hier. Okay, Brett ist nicht mehr da. Das heißt, die Instanz hat sich so weit zurückgesetzt. Das ist perfekt. Ich meine, eigentlich wollte ich das ja nicht, dass sich das zurücksetzt. Aber wenn so ein Fehler auftritt, dann ist es die einzige Möglichkeit, hier doch noch weiterzukommen. Boah, haben jetzt richtig viele Folgen mit diesen Weihnachtsquests in einem Stück irgendwie aufgenommen und gemacht und alles. Ist jetzt bald mal Zeit für ein Resümee. Fandet ihr das gut, dass ich jetzt das Weihnachts-Event in so einer Fülle mit euch durchgemacht habe? Oder war es ein bisschen blöd, dass ich wirklich viel, habe ich da wirklich viel zu übertrieben mit dem Weihnachts-Event? Schreibt es doch auch mal ruhig in die Kommentare, ob ich das in Zukunft weiter so machen soll oder ob ich das reduzieren sollte, diesen Anteil von Weihnachtsquests hier. Oder beziehungsweise generell Event-Quests, ob ich normal weiterquesten soll. Soll ich vielleicht mal bald Erbe-Quests anfangen oder so? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich interessiere mich dafür, wie euer Feedback, wie eure Meinung denn dazu ist, wie ich weiterverfahren soll. Ich meine, ich kann so vieles noch in Everquest 2 machen. Da soll ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Fokus aufs Craften legen oder so. Wäre ja auch eine Möglichkeit, was man machen könnte. Also so, egal was, schreibt es einfach alles in die Kommentare. Als Feedback. Ich meine, sehr, sehr weit sind wir auch nicht mehr von einer 200. Folge weg. Da frage ich euch noch sowieso noch mal umfangreicher nach Feedback und sowas. Aber einfach nur jetzt schon mal, um im Voraus so einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, was irgendwie das denn bei euch alles bis jetzt angekommen ist. Könnt ihr es schon mal ruhig in die Kommentare schreiben. So, jetzt sind wir gleich auch wieder an unserer Stelle. Das ging ja jetzt doch ein bisschen schneller als gedacht. Ich dachte jetzt, das wäre, weiß ich, scheiße. Und wir müssten sogar nochmal die ganzen Abhörgeräte sammeln, aber das blieb uns ja erspart, zum Glück. Das finde ich ziemlich gut. Der Magier aus dem Chat fragt immer noch von wegen, wie er denn seine Gilde leveln kann. Schon interessant. So, 5,5% Erfahrungsschulden. So. Okay, ja, wenn ihr gerade mal irgendwie Langeweile habt oder sowas, oder mein Kommentar zu blöd ist, ich glaube, meine Aufnahme müsste eigentlich so gut sein, dass ihr links unten den Chat lesen könntet.
gar nicht, was die maximale Gildenstufe momentan so ist. Ich meine, das eine Item, was ich dort gerade untersucht habe, das ist für Gildenstufe 65. Kann also die Gilde jetzt genauso hoch werden wie die Charakter oder wie hoch kann so eine Gilde werden? Okay, das scheiß Teil fängt wieder an rumzubuggen. Das heißt, wir müssen eben auf Bretter Jagd, Rettungsmission gehen. Und hier gucken, dass wir das irgendwo platzieren, wo wir es auch wieder kriegen. Hier wird es nämlich dann, wenn wir es wieder im Boden platzieren würden, verschwinden. Da war ein Punkt, wo wir es platzieren konnten. So, jetzt können wir es nämlich aus dem verbuggten Bereich auch rausnehmen. So. Um es dann weiterhin verbuggt zu haben. Ja, momentan ist es noch weiterhin verbuggt. Aber wir kommen dann, kämen dann immerhin ran an die, an das Scheißteil. Das ist das Wichtigste. Wir brauchen nur dieses, wir müssen nur ans Brett wieder rankommen. Egal wo wir es platzieren, wir müssen wieder rankommen. So. Ah. Das ist jetzt ein bisschen Frickelarbeit, weil es eben so komisch verbuggt ist, das Scheißteil. So, dort müssen wir es sehen. Genau, da sehen wir es. Ah, perfekt. So. Dann nehmen wir doch erstmal das unverbuggte Teil. Oh, nein. Nicht so weit entfernt. Ist hier perfekt. So, Nummer 1. Und hier jetzt gleich Nummer 2, ja. So. So, das sieht doch gut aus. Aber schaut so aus, als wäre es noch zu weit zum Springen eigentlich. Wir werden es nichtsdestotrotz versuchen. Eieiei, jetzt war ich auch noch so blöd abzuspringen. Boah, ich habe echt mittlerweile keine Idee mehr, wo wir noch hin können. Brauchen wir vielleicht doch ein drittes Brett? Ich bin jetzt so wahnsinnig und nehme das dritte Brett mit. Fertig. Ich will wissen, ob es dort weitergeht. Zur Not müssen wir die Instanz nochmal resetten. Scheiß drauf. So, zack. Einmal. Falls wir überhaupt rankommen von hier aus. Kommt man nämlich gar nicht. Doch. Wir haben unser Brett. So, das will ich nämlich jetzt ausprobieren. Ich will es wirklich mal jetzt alles auf die Spitze treiben. Ob das wirklich nicht funktionieren kann. Aber so einen hast du noch nicht, weil du den erst heute gegründet hast. Blablabla. Ja. Aber wie heißt es so schön, ohne neuen Nachwuchs kann ein MMO nicht leben. Von daher sollten die eigentlich sich ein bisschen freundlicheren Ton angewöhnen. Wenn sie den Nachwuchs nicht schon wieder verkraulen wollen. Was ich mir manchmal bei allen MMOs so denke. Da wird dann, wer weiß wie, gelästert und umgemacht und was weiß ich alles und zack, ist der Nachwuchs weg. Der hat nämlich dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Was ich dann verstehen kann. Wenn man nur von jedem angemufft wird und alles. So, gehen wir mal hier hoch. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, dieses Brett rüber zu legen und gucken, was hier noch so restlich jetzt dran ist. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen.